Servus und hallo Grill- und Kochfreundinnen und Freunde, hier ist wieder eure Anja vom YouTube-Kanal Die Frau am Grill. Heute gibt es Chili con Carne à la Die Frau am Grill. Und dieses Chili con Carne, das könnt ihr sogar probieren. Jetzt fragt ihr euch, wie? Lasse ich euch das zukommen? Nein, ihr könnt es an einem Platz probieren, wo ich die größte grilltechnische Niederlage meines Lebens erlitten habe. Und wo das ist, das erzähle ich euch im Laufe des Videos und auch, was diese große grilltechnische Niederlage war. Bleibt also dran und ich werde jetzt schon mal dieses gemischte Hackfleisch im Dutch Oven in etwas mit etwas Öl anbraten, krümelig braten. Ihr lehnt euch zurück und dann geht's weiter. So, seht her, ich habe das Hackfleisch jetzt krümelig angebraten und hier hinein kommen jetzt noch fein gehackte Zwiebeln und der Knoblauch. Wir wollen ja einen tollen Geschmack ins Chili con Carne bringen, aber nicht nur Knoblauch und Zwiebeln verleihen dem Chili con Carne Geschmack, sondern natürlich auch Gewürze. Und dazu habe ich jetzt hier schon mal eine Chili-Paste vorbereitet. Dieses Rezept findet ihr auf meinem Blog, das verlinke ich euch unterm Video. Da könnt ihr mal schauen, wenn ihr das hernehmen wollt. Ihr könntet aber natürlich auch hier zu frischer Chili greifen, aber ich hatte diese Chili im Garten und ja, das ist ja ganz klar, dass man diese dann haltbar macht, damit man noch länger was davon hat. Die werde ich dann auf jeden Fall verwenden, aber hier könntet ihr auch Piri Piri hernehmen oder eine andere Peperoni, die größere hier. Wie euch die Schärfe, also solltet ihr das Chili con Carne zu scharf zubereiten, dann habe ich später noch einen Trick für euch, wie man die Schärfe aus dem Chili wieder rausbringt. Und mir sind natürlich drei Punkte wichtig am Chili con Carne. Das wären zum einen das bunte Aussehen. Es sollen bunte Zutaten hinein. Und wenn ihr jetzt hier mal einen Blick auf meine Zutaten werft, dann seht ihr schon, da ist schön Farbe dabei. Was ebenfalls wichtig ist, das ist natürlich die Würze und die Schärfe, weil es heißt ja nicht umsonst Chili con Carne, da darf schon ordentlich scharf rein, außer es essen Kinder mit. Dann kann man natürlich hier ein bisschen ja, die Schärfe und die Würze sparsamer einsetzen. Und was ebenfalls noch wichtig ist, das sind tolle Beilagen. Und da verlinke ich euch jetzt gleich einmal die Tortilla-Chips, genau, die passen super zum Chili con Carne. Und was auch passt, ist Baguette. Auch da findet ihr auf meinem Blog, Die Frau am Grill, ein Rezept dazu, wenn ihr das selber machen wollt. Genau, und ich lasse jetzt das Ganze noch ein bisschen andünsten und dann leiten wir die nächsten Schritte ein. Zwiebeln und Knoblauch wurden jetzt im Hackfleisch oder mit dem Hackfleisch zusammen noch angedünstet, sieht man mich überhaupt hinterm Rauch. Jetzt werde ich würzen, jetzt ist es an der Zeit zu würzen. Kreuzkümmel darf natürlich in diesem Gericht, finde ich, nicht fehlen und da darf ordentlich rein. Ich liebe Kreuzkümmel, der Kameramann auch. Wir gehen da nicht sparsam damit um. Des Weiteren Salz und Pfeffer natürlich. Das muss man natürlich noch abschmecken, bevor man serviert, das ist klar. Aber ich finde das jetzt ganz gut, wenn man zum Hackfleisch und zu den Zwiebeln, zum Knoblauch jetzt die Gewürze dazu gibt. So. Und jetzt noch Paprikapulver. Das kann hier natürlich auch hinein. Meine Tante gibt sogar Currypulver ins Chili. Ich weiß nicht. Wie macht ihr Chili con Carne? Schreibt es mir doch in die Kommentare hinein, welche Gewürze ich noch verwenden könnte. Da bin ich immer begeistert über eure Tipps. Schaut euch mal dieses tolle Paprikapulver an. Das erwische ich immer bei meinen Rezepten, wenn ich süßes Paprikapulver verwenden möchte, erwische ich andauernd das. Und die Gerichte werden manchmal so scharf. Aber heute brauchen wir das. Heute brauchen wir das. Das muss ich nur vorsichtig dosieren. Und das hat so eine tolle Farbe. Also da könnt ihr ruhig auch scharfes Paprikapulver hernehmen. Das rühre ich jetzt unter, dass sich das alles gut verteilt. Gut, dann lassen wir das einmal ein bisschen noch dahin dünsten
Und dann würde ich sagen, kommen schon die Bohnen hinein und der Mais und die Paprika. Und dann gießen wir auf mit Tomatensauce. Es ist an der Zeit, nun das Gemüse hineinzugeben. Hier habe ich Mais und natürlich ganz wichtig die Bohnen, die Kidneybohnen. Und hier gebe ich gleich die Paprika zu, da haben wir doch schöne Farben. Die dürfen jetzt auch noch ihre Aromen abgeben. Genau, und da gieße ich dann gleich noch mit der Tomatensauce auf. Seht euch das an, wie toll. Und dann kommt noch rote Farbe ins Spiel. Die Tomatensauce. Gut, die rühre ich jetzt unter. Vielleicht könnte ich sogar schon die Peperoni-Paste hier hineingeben. Da muss ich vorsichtig sein. Ich habe jetzt schon das scharfe Paprikapulver. Geben wir mal 2 Teelöffel hinein. Wenn es einem dann hinterher beim Abschmecken nicht scharf genug ist, dann kann man ja immer noch was hineingeben. Man könnte auch, wenn ihr dann schon eure Peperonis drin verarbeitet habt, die sollen ja auch irgendwie weich werden, dann könntet ihr trockene Chili-Flocken verwenden, trockene Chili auf jeden Fall. Und was fällt mir noch ein? Cayenne-Pfeffer wäre auch noch eine gute Lösung, um noch mehr Schärfe hineinzubringen. Gut, dann gebe ich jetzt den Deckel drauf. Ich schaue, ob ich vielleicht noch etwas Flüssigkeit brauche. Gieße gegebenenfalls mit etwas Brühe auf. Ja, das kann man schon auch machen, ein bisschen Gemüsebrühe hineingeben. Aber ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Tomatensauce holen. Aber ihr findet ja die genauen Angaben. Das schreibe ich alles ins Rezept hinein. Und jetzt würde ich sagen, Deckel drauf und abwarten. Eineinhalb Stunden sind vergangen und jetzt lasst uns doch mal gemeinsam hineinsehen. Ich finde, Chili con Carne kann man gar nicht lang genug köcheln lassen. So sieht das jetzt aus. Es duftet herrlich. Ich werde es auch noch selber etwas länger noch köcheln lassen. Ich werde aber vorher mal probieren. Und zwar für euch, weil das soll euch ja schmecken. Da muss ich jetzt schon aufpassen, dass ich das ganz, ganz besonders gut mache. Und jetzt verrate ich euch natürlich, wo ihr das Chili con Carne probieren könnt. Und zwar findet vom 13. bis 17. März die Messe, die Gartenmesse in München statt. Ja? Und parallel dazu gibt es die Bavarian Barbecue Week. Und da, ja, das ist eine Messe, da stellen natürlich die ganzen Grillhersteller ihre Grills aus. Es wird viele Neuheiten geben, die dort präsentiert werden. Das ist klar, das ist richtig interessant für jeden Grillinteressierten. Vom Gasgrill bis zum Dutch Oven ist da alles dabei. Es gibt auch noch ein paar Überraschungen, ein paar Besonderheiten. Also da würde ich euch wirklich raten, diese Messe auf jeden Fall zu besuchen. Es wird auch Vorträge geben, alles zum Thema Grillen. Es wird Showgrillen geben, also richtig spannend und interessant. Und auch ich werde am 13. März um 15 Uhr auf der Bühne sein. Und da seid ihr herzlich willkommen und könnt mein Chili con Carne probieren. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Am Samstag, da findet der Dutch Oven Wettbewerb, der Dutch Oven Cook-Off statt. Und da habe ich ja letztes Jahr auch teilgenommen. Und jetzt kommen wir zu meinem grilltechnischen Versagen. Es gab Kartoffelgratin mit Schweinebauch garniert mit Brokkoliröschen. Und ich habe leider, weil ich den Schweinebauch etwas angehoben habe mit so einem Ständer, ja, den habe ich leider vergessen herauszunehmen, bevor ich in der Jury übergeben habe. Also das, was ich gemacht habe, war legitim, aber man darf eben nichts im Dutch Oven drin behalten, was nicht essbar ist. Ja, also das ist ja eigentlich ganz klar, aber ich habe es natürlich vergessen und deswegen habe ich da versagt und bin disqualifiziert worden. Aber ich werde ja dieses Jahr trotzdem auf der Messe sein und werde mich da beteiligen und ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von euch sehe. Und jetzt genug geredet, jetzt muss ich mal probieren. Ich rühre noch mal durch. Also wenn es so duftet, wenn es so schmeckt, wie es duftet, dann bin ich schon mal gut dabei. So.
Die Konsistenz gefällt mir schon mal gut. Und ihr könnt es, wie gesagt, noch länger zusammenköcheln lassen. Ja, ich denke, das kann ich euch durchaus servieren. Und es ist auch schön scharf. Es ist nicht zu scharf. Und sollte es euch einmal passiert sein, dass ihr einfach zu viel Schärfe ins Chili con Carne gebracht habt, dann würde ich euch empfehlen, einfach vielleicht Sauerrahm oder Creme Fraiche noch unterzurühren oder den Gästen einfach einen Klecks auf den Teller geben, dann könnt ihr das unterrühren und dann wird das Ganze einfach milder. Ich werde nochmal ein bisschen Salz, mit Salz etwas abschmecken, das fehlt noch und dann hoffe ich, es schmeckt euch, solltet ihr ja nicht die Messe besuchen und wir uns nicht sehen, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das nachmacht und mich wissen lasst, wie es euch geschmeckt hat. Schreibt mir das unten in die Kommentare hinein. Ich freue mich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat und natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, dann bleiben wir immer in Verbindung. Wir sehen uns, eure Frau am Grill. Macht's gut!